Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute gibt es die besten Whiskys von November 2018. Ja, ein paar ganz tolle Stücke dabei. Und bevor Sie das falsch verstehen, es sind die besten Whiskys, die ich im November 2018 probiert habe. Es wird sicherlich bessere geben, es wird sicherlich schlechtere geben. Aber diese hier haben mir persönlich am besten von allen probierten Whiskys geschmeckt. Es geht los mit dem neuen Gordon MacPhail Linkwood aus der, wie heißt die Serie jetzt, neueren Distillery Labels. Und zwar, weil sie das alte Label der Distillery haben, als damals vor 100 Jahren, weiß nicht, irgendwo da, Gordon MacPhail der Abfüller der Single Malt Whiskys von Linkwood war. Da gab es die spezielle Label und das haben sie bis heute behalten. Und seit 2018 gibt es jetzt auch diese neue Flasche, die ein bisschen anders ausschaut, Rahmen drum hat. Und die Abfüllungen sind typischerweise Mischungen aus so 5 bis 8 Fässern von Linkwood. Und auch jetzt dieses Nachprobieren dieses 15-Jährigen hat bestätigt nach wie vor exzellente Qualität. Und Linkwood ist eine Brennerei etwas hinter den, ja, wie soll ich das sagen, hinter der Fassade der Whisky-Industrie, weil sie sehr viel für Blended Whiskys arbeitet. Und dies kommt einer Originalabfüllung am nächsten. Und das sind wirklich hervorragend ausgesuchte Fässer. Da lässt sich die Brennerei nicht lumpen, um dem unabhängigen Abfüller Gordon MacPhail hier die entsprechenden Fässer für ihre Abfüllung zu liefern. Die nächste Flasche ist ja ein wiederprobierte durch mich. Und zwar von der Arran-Brennerei von der Isle of Arran, ganz im Norden in Lochranza. Die bauen jetzt gerade eine zweite Brennerei, ganz im Süden. Und die sind ja hingegangen und haben neben ihrer normalen Range an unterschiedlich alten Whiskys, geht rauf mittlerweile bis zu 20 Jahren, die sind 1995 erst gegründet worden, von der Queen eröffnet, haben sie jüngere Whiskys, die extrem in tollen Fässern nachgereift wurden und hier jetzt in einem Exportweinfass. Und das ist so genau mein Beuteschema. Oh, ist das Portweinfass gut? Und der Arran Whisky selber, ein typischer, ich würde mal sagen, eigentlich mehr in die Highlands gehöriger Single Malt Whisky, harmoniert mit diesem Portweinfass. Sowas von hervorragend. Es gibt 4 verschiedene Whisky-Fässer, Fassarten, in denen Arran nachreift. Und ich habe jetzt 2 von denen wieder probiert. In der Vergangenheit hat es auch ein bisschen sich geändert. Mal wurde diese Fässer, was er hat, und mal jene. Und jetzt scheint sich das auf diese 4 Fässer einzupendeln. Und 2 von denen habe ich schon probiert. Und der Portwood hat mich also ganz besonders hier angezogen. Und ich werde demnächst dann auch mal die beiden anderen noch probieren. Die stehen auch auf der Liste. Der eine ist noch nicht eingetroffen. Da warte ich mal, bis Weihnachtsgeschäft vorbei ist. Und ja, die Last auf unserem Versand ein bisschen sinkt, dann lasse ich mir die auch mal kommen zum Probieren. Die letzte Flasche, gerade vorhin hier probiert, ein Mortlach, 16 Jahre, eine wundervolle, ja, Wiederauferstehung des alten Mortlachs von 1992, glaube ich, kam der raus in der Flora und Fauna Serie. Dann gab es ja die Mortlach-Abfüllungen, die waren dann zuerst in den kleinen Flaschen ohne Altersangabe mit 18, mit 25 Jahren und jetzt neu mit den großen 0,7 Liter Flaschen zu weitaus attraktiveren Preisen mit 12, 16 und 20 Jahren. Und den 16-Jährigen, den habe ich mir unter den dreien als den, ja, perfekten Mortlach-Whisky ausgeguckt, 100% im Sherryfass gereift, 2,81-fach destilliert, das heißt eine Mischung aus dreifach destillierten und zweifach destillierten mit dem Kern auf dreifach destillierten, dass sie im Schnitt auf 2,81 rechnerisch kommen und damit einen schönen, milden, weichen Alkohol mit einer tollen, super Sherryfassreifung obendrauf. Also besser kann man es nicht machen. Wenn ich unter den dreien die Top aussuchen sollte, es wäre der Mortlach. Keine Frage. Es gibt immer wieder Whiskys, die ich mit meinem Sohn zusammen jetzt probiere, vor allem dann
Wiederprobieren von den großen Whiskys, die sich in großen Stückzahlen verkaufen. Da hätte eigentlich hier noch eine Flasche mit auf das Fass gehört, aber ich habe sie gerade nicht da. Und zwar den Balvenie 12 Jahre. Das ist der, aus meiner persönlichen Sicht, der Einsteiger-Whisky überhaupt, weil er so angenehm schmeckt, so komplikationslos genießen lässt, keine Ecken und harten Kanten hat, der einfach nur ja, super nach Malt Whisky mit einer Sherry-Fass-Nachreifung schmeckt, ja, wundervoll gelungen. Das soll es gewesen sein. Dezember kommen noch einige Whiskys, sodass wir dann dahin schauen und dann müssen wir mal gucken, was dann im ganzen Jahr so die beste Flasche oder die besten Flaschen waren. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.